Ein giftiger Keim ist in unserem Erbe enthalten. Die Kirche, der wir angehören, sie kennt auch den Hass. Das Gute an ihr, das ward reichlich und kunstvoll besungen, das andere aber, das Dunkle und schmerzhaft Beschämende, wie singt man das? Wie war sie gemeint, die Rede von den Türken als des Teufels Dienern? Gewiss, Luther und seine Zeitgenossen fühlten sich bedroht, die Osmanen rückten ihrer Heimat gefährlich nahe. Aber mussten sie deshalb auch Feinde unserer Seligkeit sein? Des anderen Glaube, der konnte nur Irrglaube sein, die eigene Wahrheit und keine daneben, die galt. Wir singen von Liebe und Freundschaft und Brüdern und Schwestern, doch gegen das Fremde war unsere eigene Kirche einst feindlich und kalt. Wie waren sie gemeint, die verächtlichen Beschimpfungen der Juden? Gewiss, Luther sah sie anfangs als unsere Brüder und Freunde, war doch Jesus selbst ein geborener Jude. Aber muss ich meine Geschwister hassen, wenn ich sehe, sie glauben anders als ich? Dies Erbe, es ist unserer Kirche und uns mitgegeben. Wir wissen, welch großes Verderben tief in ihm steckt. Lasst wachsam uns sein, und so schmerzhaft das Hinschauen auch sein mag, den Keim nicht vergessen, dass keiner in friedlosen Zeiten ihn wieder weckt. Was ist geworden aus diesem unseligen Erbe? Gewiss, Luther ist nicht schuld an dem, was sehr viel später geschah. Aber seine giftigen Worte ließen sich auch Jahrhunderte später wirksam als Dünger gebrauchen für eine Saat des Hasses. Lasst wachsam uns sein, und so schmerzhaft das Hinschauen auch sein mag, den Keim nicht vergessen, dass keiner in friedlosen Zeiten ihn wieder weckt.